Dass die Stadt Biel finanziell nicht im besten Licht steht, ist bekannt. Die Bruttoverschuldung ist Ende 2022 bei rund 845 Millionen Franken gelegen. Und diese Zahl gilt es zu reduzieren. Vor allem wegen der Zinsen. Zum Beispiel 1 Milliarde Schulden und 1% Zinsen sind 10 Millionen, die verloren gehen. Wenn ihr die gleichen Milliarden habt und 3% Zinsen, dann habt ihr 30 Millionen Zinsen, die jedes Jahr rausgehen. 30 Millionen, die man nicht verwenden können, für im Sozialbereich etwas machen, für die Bildung etwas machen. Das ist Geld, das uns fehlt. Und deshalb ist es wichtig, auch immer wieder auf die Schulden zu schauen. Nicht die Höhe der Schulden ist das Thema, aber die Zinsen, die es mit sich bringt. Dass die Stadt Biel sich überhaupt in dieser Lage befindet, hat mehrere Gründe. Ein wichtiger ist dabei die Selbstfinanzierung. Heisst, dass die Stadt Biel für Investitionen das eigene Geld brauchen kann. Und diese Selbstfinanzierung ist in Biel relativ tief. Und das muss sich ändern. Es geht um die Einnahmen. Was können wir bei den Einnahmen verbessern? Es geht um die Ausgaben. Wo müssen wir kommen? Können wir die Ausgaben reduzieren? Es geht ums Kaufen. Was können wir, wenn wir kaufen? Das ist nicht das Gleiche wie Ausgaben, also investieren. Und wo wollen wir verkaufen? Also das heisst, desinvestieren sind, glaube ich, so die vier wichtigsten Punkte. Kaufen, verkaufen, einnehmen, ausgeben. Mit der Finanzierungsstrategie ist zum Beispiel festgelegt, dass sich die Selbstfinanzierung in zwei Etappen bis 2033 bis auf 100% erhöht. Speziell bei dieser Strategie ist, dass der gesamte Gemeinderat daran gearbeitet hat. Und auch der Stadtrat kann seine Meinung dazu abgeben. Jetzt wird der Stadtrat über die Finanzstrategie debattieren. Wir können eine Planungserklärung dazu abgeben. Und dann wird der Gemeinderat schauen, wie er mit dem umgeht. Das kann ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil wir nicht wissen, was kommt. Mehr aber die Erwartung, dass sich der Stadtrat an die Absichtserklärung erinnert und dass die Planungserklärungen damit so werden formuliert sein, dass die Finanzstrategie weiterhin kohärent ist. Die Finanzstrategie 2033 steht nächste Woche auf der Traktandenliste vom Bieler Stadtrat.